SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Frau Ministerin! Der Landwirtschaft, dem ländlichen Raum in Deutschland, steht das Wasser bis zum Hals. Ursächlich dafür sind politische Fehlentscheidungen der Vergangenheit, politische Fehlentscheidungen auch der Gegenwart. Aber vor allem, meine sehr verehrten Damen und Herren, verehrte Frau Ministerin, liegt es auch daran, dass Sie immer wieder den Anschein erwecken, dass Sie gerne den teilweise haarsträubenden Forderungen von NGOs mehr Raum geben als wissenschaftlich fundierter Politik in der Landwirtschaft. Und das machen wir Ihnen zum Vorwurf, und das können wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Und ich mache drei Beispiele. Sie verreisen mit der Umweltministerin nach Brüssel, und die geneigte Öffentlichkeit erwartet einen Kompromiss, ein neues Papier, wie man die Düngevorgaben oder Nitratvorgaben aus Brüssel umsetzen kann. Man ist in heller Erwartung. Und alles, womit Sie zurückkommen, sind zwei faule Kompromisse, die alles andere als neu sind. Sie haben sich offenbar mit Frau Schulze verständigt auf ein freiwilliges nationales Tierwohl-Label und auf ein Verbot für chemischen Pflanzenschutz ab dem Jahre 2023. Sehr verehrte Frau Ministerin, jeder Experte wird es Ihnen bestätigen, dass ein vollständiges Verbot von chemischem Pflanzenschutz katastrophale Auswirkungen auf die Ökobilanz hat. Wir sprechen, wenn der Bauer wieder pflügen muss, davon, dass die Böden austrocknen. Wir sprechen von Winderosion. Wir sprechen davon, dass Humusbildung erschwert wird. Und letzten Endes wird auch jedes Mal, wenn der Bauer über den Acker wieder pflügen muss, um Unkraut zu bekämpfen, tatsächlich auch CO2 emittiert. Das ist ein Bärendienst für das Klima, und das ist ein Bärendienst für ökologisches Gleichgewicht, meine Damen und Herren. Und am allerschlimmsten ist ja, dass noch nicht mal in Ihrem eigenen Hause da wissenschaftliche Argumente offenbar Raum greifen. Wir haben vor wenigen Wochen hier den geschätzten Kollegen Stübgen gefragt, welche wissenschaftliche Grundlage dieses Verbot ab 2023 denn tatsächlich hat. Und wissen Sie, was er geantwortet hat? Er hat erklärt, dass in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Stimmungslage, dass in der Situation, dass ja offenbar da keiner da draußen mehr chemischen Pflanzenschutz tatsächlich will, dass man da nicht den Rücken gerade machen kann und dass man da eben nicht auf Wissenschaft setzt. Ich sage Ihnen eins, Frau Ministerin, Sie sind nicht diejenige, die sozusagen von allen geliebt werden muss und von allen gemocht werden muss, sondern Sie sind als Landwirtschaftsministerin in der Verantwortung, Entscheidungen zu treffen, die wissenschaftliche Grundlage haben, als einfach aus dem Bauch heraus Entscheidungen zu treffen. Der zweite Punkt ist Ihr Prestigeobjekt nationales freiwilliges Tierwohl-Label. Ich bin Berufsoptimist, aber ich sage Ihnen, dass das nicht funktionieren wird, alleine aus dem Grunde, dass staatliche Alleingänge in einem Binnenmarkt noch nie funktioniert haben. Wir können das ja mal durchspielen. Was passiert, wenn ein Landwirt sich entscheidet, dieses Label sozusagen erreichen zu wollen? Also sozusagen investieren muss, in noch mehr Tierwohl, größere Ställe bauen muss, zur Bank geht, sich einen Kredit besorgt, den er ja auch wieder zurückzahlen muss. Ob er übrigens vor Ort eine Genehmigung für den Stallbau bekommt, steht auf einem ganz anderen Platz. Aber der geht zur Bank und nimmt Geld auf, um investieren zu können in mehr Tierwohl. Nur das Problem ist, dass er am Markt überhaupt nicht die Situation vorfindet, dass er auch gleichzeitig höhere Preise durchdrücken könnte. Weil der Verbraucher in Deutschland eben leider nach der Geiz-ist-geil-Mentalität Lebensmittel erwirbt. Das führt dazu, dass er, der höhere Standards erfüllt, aus dem Markt herausgedrängt wird und letzten Endes Fleisch aus Polen, aus der Ukraine, aus Spanien und sonst woher auf den deutschen Markt noch mehr drängt. Damit haben Sie keinen Beitrag geleistet zu mehr Tierwohl, sondern haben nur dazu beigetragen, dass deutsche Landwirte, die höchste Standards erfüllen, aus dem Markt gedrängt werden. Meine Forderung an Sie, verehrte Frau Ministerin, sorgen Sie dafür, dass es endlich europaweit gleiche Standards für Tierhaltung gibt. Damit haben Sie mehr erreicht für Tierhaltung und haben dafür gesorgt, dass Landwirte in Deutschland, in Europa endlich auf Augenhöhe miteinander Wettbewerb betreiben können. Und mein letzter Punkt ist, dass Sie bis 2021 ja verzichten wollen auf die Verwendung von Insektiziden und Herbiziden in Naturschutzgebieten. Ich sage Ihnen, dass das der Sargnagel wird für unseren deutschen Wald, der in Zeiten von Klimawandel und von Trockenheit es nicht auch noch aushält, wenn man den Borkenkäfer und anderen Schädlingen einfach freie Bahn lässt. Ich lade Sie gerne mal ein, Frau Ministerin, nach Niedersachsen. Dann können wir durch den Harz fahren, dann können wir durch den Solling fahren. Da werden wir gemeinsam kilometerlang an grauen Baumskeletten entlangfahren, die durch den Zerfallprozess
Tag für Tag über Jahrzehnte CO2 freisetzen. Und ich sage Ihnen, es wäre sinnvoller, gerade mit dem Argument von CO2-Einsparungen, dass dieses Holz, dass dieser Wald bewirtschaftet worden wäre und dass dieses Holz in Dachstühlen, in Türen, in Möbeln, wo auch immer, die Funktion hätte ausüben können, tatsächlich CO2 auch zu binden. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man zum Beispiel den Borkenkäfer einfach freie Hand, wenn Sie so wollen, lässt. Ich sage Ihnen, was ist das für ein Irrsinn, wie wir gegenwärtig in Deutschland Klimaschutz diskutieren. Wir diskutieren über CO2-Steuern, über Zertifikatehandel, wir diskutieren darüber, wie man im Amazonas den Wald schützen kann. Aber wir kriegen es vor unserer eigenen Haustür nicht hin, den Wald in Deutschland in die Situation zu versetzen, dass er seiner Funktion als CO2-Senke gerecht werden kann. Das ist abstrus, und dann können Sie niemandem in Brasilien oder anderswo erklären, dass er seinen Wald nicht abbrennen darf, wenn wir es selber nicht hinbekommen, in Deutschland unseren Wald zu schützen, meine Damen und Herren. Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Herrn. Das ist mein letzter Satz, verehrter Herr Präsident. Es werden in diesen Tagen und Wochen tausende grüne Kreuze in Deutschland aufgestellt. Kreuz ist eigentlich das Symbol für Hoffnung. Ich kann Ihnen sagen, dass viele Landwirte in Deutschland dieses Symbol als Symbol der Resignation gegenwärtig aufstellen, weil sie das Gefühl verlassen hat, dass Landwirtschaftspolitik in Deutschland ihre Interessen im Sinn hat. Ich sage Ihnen, Landwirte wollen da draußen keine zusätzlichen Dürrehilfen, die am Ende nur denjenigen zugutekommen, die vielleicht aus ganz anderen Gründen in Schieflage geraten sind. Die wollen keine zusätzlichen Subventionen aus Brüssel. Die wollen einfach faire Wettbewerbsbedingungen und dass Sie endlich wissenschaftliche Entscheidungen treffen und keine Entscheidungen aus dem Bauch heraus. Herzlichen Dank. Die nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, die Kollegin Amira Mohamed Ali.